Bevor es mit Part 61 weitergeht, möchte ich auch noch ganz herzlich an diesen YouTuber bedanken, der natürlich Kommentare hinterlassen hat, für einige Tipps und einige Hinweise, wie ich weiterkommen soll. Kuss geht raus und ich bedanke mich ganz herzlich. Das würde mich sicherlich definitiv sehr viel helfen. Ansonsten wünsche ich noch gute Unterhaltung und viel Spaß jetzt mit dem neuen Part von Tears of the Kingdom. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, in der letzten Folge, wie ihr schon bereits gesehen habt, hatten wir ein paar Dinge erledigt, wie zum Beispiel Schreine gefunden und alles andere. Wir sind jetzt nun hier im Gerudo-Tal, wieder mal erneut bei diesem Turm, wo wir letztes Mal nicht weitergekommen sind. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich endlich rausgefunden hatte, wie es funktioniert. Ich musste nur zwei Kisten reintun, eins nach links und eins nach rechts und das Brett hier unten habe ich darin hinzugefügt. Ich habe es leider nicht aufgenommen, aber Hauptsache, ich habe es rausgefunden, wie es funktioniert. Jetzt können wir endlich mal den Turm mal aktivieren. Bist du der, der den Aufzug in Ordnung gebracht hat? Damit hast du mir einen riesen Gefallen getan. Hier kann ich dir jetzt die Fahrtrichtung des Kartografierturms reparieren. Gut zu wissen. Aha, die Hitze war anscheinend zu viel für den Mechanismus. Ich tausche ihn gegen einen Hitzebeschleunigerin aus. Funktioniert. Dank dir habe ich den Kartografierturm reparieren können. Das ist für deine Hilfe. Wenn du in der Wüste willst, dann brauchst du unbedingt etwas, das dich vor der Hitze dort beschützt, weißt du? Wenn du keine Möglichkeit hast, der Hitze zu entgehen, dann hilft vielleicht etwas kühlender Proviant. Ja, da wissen wir schon jetzt. Und ja, ihr habt es sicherlich schon jetzt gesehen für ein paar Sekunden, dass ich jetzt mal erwähnt habe. Ein YouTuber hat natürlich ein paar Tipps gegeben für mich, wie es jetzt weitergehen wird mit der ganzen Sache. Und ja, ich weiß, ich werde jetzt den Tipps dann auch noch mit auf dem Weg behalten und werde es auch dann nachgehen. Aber vorher sind wir dann jetzt mal schnell noch eine Gerudo-Wüste jetzt mal kurz besichtigen, damit wir ein bisschen einen kleinen Fortschritt machen. Bevor es dann richtig mit den Master Sword dann losgeht. Also ja, den Master Sword habe ich jetzt auch vor. Und ihr seht schon selbst, ich habe jetzt auch noch einen neuen Pfeil und Bogen geholt. Was natürlich eine Nebenquest war und ich konnte es leider nicht aufnehmen, aber ich kann es euch erzählen. Ich hatte diesen Schwalben. Bogen gerade tatsächlich von dem Dorf der Ornis bekommen. Und da gibt es natürlich so eine kleine Quest. Was ihr natürlich braucht, ist natürlich ein Schwalbenbogen und drei Diamanten und ein paar Holzklötze. Ihr wisst schon selbst, was ich damit meine, oder? Na gut. So, das war jetzt der vorletzte Turm, den wir jetzt gerade gefunden haben. Die Gerudo-Wüste ist jetzt auch sichtbar. Und die Himmelskarte ist auch jetzt ein paar Dinge noch zu erkunden. So. Da gibt es auch noch einige Dörfer hier. Ich will es mal kurz anschauen, ob wir noch ein Dorf hier irgendwo finden in der Nähe. Das müsste jetzt das Dorf sein. Da müssen wir dann dort hier fliegen. Ob wir noch die Möglichkeit haben, ist die Frage. Wir müssen dann zu dieser Oase runterfliegen. Damit haben wir jetzt dann einen kleinen Stützpunkt erreicht, wo wir natürlich hingehen sollen, um zum Dorf der Gerudos zu kommen. Vielleicht finden wir ein paar Anhaltspunkte, wer weiß. Ist aber nicht ganz easy. Aber ich hoffe, wir kriegen jetzt noch einen Anhaltspunkt, wo wir jetzt weitergehen müssen. Ich habe jetzt ein bisschen auch noch zum Dorf der Goronen gegangen, um ein bisschen mehr Ausdauer zu verleihen.
Okay, dann müssen wir jetzt mal schnell jetzt die Kälteresistenz, die Hitzeresistente nehmen. Nehmen wir mal die 5-Minuten-Dinge. Und noch extra Ausdauer. Wir müssen dann natürlich ein kleines Dörfchen sein. Na bitte, da haben wir tatsächlich jetzt ein Dorf gefunden. Und ja, das ist der Wüstenbazar, wo wir schon damals waren, in Breath of the Wild. Können wir auch heute etwas Neues finden. Hier haben wir noch einen Schrein hier, damit wir dann das nicht vergessen. Da schauen wir jetzt den ganzen Umweg. Und darf ich mal aktivieren. Und wir können jetzt mal kurz umgucken, was hier so gibt am Wüstenbazar. Ich hoffe, dass wir noch eine Kleidung finden, die uns dann wahrscheinlich noch helfen könnte. Alles so lästig. Wüstenstirnschutz gibt's hier. Frisch gejagte Dinger hier. Hey, was tust du denn da? Diese Fahrräder sind für die Kriegerinnen. Und wegen des Sandsturms hackt es ziemlich mit dem Nachschub. Geh also bitte zum Händler, wenn du etwas brauchst. Okay, gut zu wissen. Also für die Kriegerinnen brauchen die das. Hauptsache, wir haben jetzt ein bisschen was rausgefunden, wo wir gehen können. Und da ist auch noch Thierry. Was geht mit dir? Ah, wer hätte gedacht, dass ich hier treffe? Nun, es gibt so etwas, das Sie brauchen können, oder möchten Sie etwas verkaufen? Na, ich möchte etwas kaufen, aber mal sehen. Ich glaube, du hast nichts Besonderes. Mal sehen. Ich habe jetzt sehr viele Bomben, aber das will ich jetzt nicht nutzen. Nee. Trotzdem danke, dass du ein paar Angebote gibst, aber das bringt mir leider nicht weiter. Na gut, schauen wir mal, ob wir jetzt noch was finden. Leider haben wir keine weiteren Kleidungen hier. Aber es ist ja gut zu wissen, dass wir jetzt mal einen Wüstenbazar gefunden haben. Ganz ein bisschen uns versorgen könnte. Savak, das war ein perfektes Wahr, wenn ich mich einmal selbst loben darf. Wie geht es dir, junger Mann? Ich habe dich hierher noch nie gesehen. Wir werden die ersten jemals offiziell von den Geruda anerkannten Männer sein. Der Voi-Kavanentrupp. Möchtest du zufällig auch nach Gerudo-Stadt? Voi-Kavanentrupp? Erklär mir das bitte. Wir sind Händler und Freunde, die davon träumen, in Gerudo-Stadt Handel zu treiben. Oh, und Voi ist das Gerudo-Wort für Mann. Du solltest zumindest das Wort Voi kennen. Andernfalls wirst du niemals von den Geruda akzeptiert werden. Seit Jahren versuchen wir schon alles Mögliche, um die Kunst der Geruda zu gewinnen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, einen kleinen Funken ihres Vertrauens zu gewinnen. Sie haben uns sogar erlaubt, hier bei der Bewachung des Westentors zu helfen. Ich weiß nicht, wie viele Male aber Speere oder der Wachen meine Wange zerkratzt haben, von den alltäglichen Beschimpfungen ganz zu schweigen. Man kommt nach Gerudo-Stadt, wenn man hier schnurstracks geradeaus marschiert. Es ist eine Stadt gebaut von den Gerudos. Für Gerudo und voller Gerudo, mit anderen Worten, es ist das Paradies. Anführer, du bist zu laut. Was sollen die Gerudo von uns denken?
Tut mir leid, Robson. Das ist wohl die Vorfreude mit mir durchgegangen. Oh. Naja, in Gerudo-Stadt gibt es jedenfalls ein Gesetz, das Männern verbietet, die Stadt zu betreten. Aber wenn man mir sagt, dass ich nicht hinein darf, will ich erst nicht recht hinein. Das ist doch mehr als logisch. Wir sollten die Damen sogar tapfer vor dem Sandsturm retten, damit sie den Voi-Karawanentrupp endlich mögen. Aber in einem Sandsturm sieht man nicht, fast nichts. Selbst die Kompasse spielen da verrückt. Wir konnten nicht einmal in gerader Linie durch den Sandsturm laufen, also haben wir den Plan wieder verworfen. Nun versuchen wir in den Armen der Damen willkommen heißen zu werden, indem wir die Oase beschützen. Was ist das denn? Diese Kugel ist nicht großartig. Ich wette, sie ist nicht nur uralt, sondern auch total wertvoll ist. Eigentlich soll es in Gerudo-Stadt niemanden geben, der so altes Zeug untersucht. Da will ich die Kugel mal gründlich unter die Lupe nehmen lassen. Diese hier gehört mir, aber merk dir das, wenn du auch eine willst, musst du selbst danach suchen. Aber da ist nur ein Sandsturm. Und hier ist es extrem heiß. Dann sehen wir auch schon, dass jetzt richtig verdammt heiß ist und wir können es nicht schaffen. Es sei denn, wir müssen dann unsere Kleidung ablegen. Ob wir da so durchkommen können, ist noch eine Frage der Zeit. Ja, die extreme Hitze vertragt Link leider nicht. Wäre auch schade. Naja, ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen werden jetzt heute, aber ich glaube, wir haben jetzt noch ein bisschen nur noch den Wüstenoase jetzt noch gefunden. Aber die Frage ist jetzt, wie bekommen wir jetzt eine Kleidung oder was? Aber wir können jetzt mal kurz umgucken hier am Brunnen im Wüstenbazar. Mal sehen, was hier sich befindet. Ausdauerkrabben gibt es hier. Eine Oasenquelle. Ja, da habe ich jetzt mal zum Glück noch Bomben, aber ich glaube, ich werde dann noch mehr Bomben dann mitnehmen, bevor wir dann die Sache hier reingehen, die Sache auf den Grund gehen. Oha, Gegner gibt es auch hier. Aua, Mann. Na super, jetzt meine ganzen Vorräte von Herzen sind jetzt hinüber. Vielen Dank auch. Sehr nice. Danke für deine Hilfe. Na gut, dann werden wir mal jetzt kurz mal umgucken, was wir machen können. Ein Zweithändler haben wir hier gefunden. Oh, noch mehr Topas hier. Schon jede Menge Dinger hier. Ah, da geht's noch weiter. Und wir schauen mal jetzt mal tiefer rein in die Höhle. Man weiß ja nie, was hier drin befindet.
Und die Steine scheinen wohl jetzt ziemlich hart zu sein. Bernstein haben wir hier, aber das ist leider nicht so viel wert. Boah, jetzt, ey Mann, die gehen jetzt noch nur nicht auf den Weh, auf den Nerven, Junge. Obwohl ich dir nicht einmal befohlen habe, anzugreifen. Okay. Geht es noch tiefer hoch. Okay. Das sieht schon ziemlich verdächtig hier oben aus. Ist da etwas? Nee, da ist nichts. Ich habe mir geschworen, da ist etwas, aber nee. Habe ich mich da irgendwie geirrt. Naja, Hauptsache wir haben jetzt mal gefunden, was es jetzt hier gibt. In der Oasenquelle. Und im Wüstenbazar. Das wird noch ein wichtiger Ort sein. Später. Vorerst machen wir jetzt nun auf dem Weg. Woanders. Und zwar... nach Dorf Kakariko. Da haben wir noch etwas zu tun. Eine Kleinigkeit. Denn ich habe natürlich einen Forscher gefunden, der natürlich weiterhelfen könnte für diese Ringe. Das war natürlich irgendwo im Spähposten, habe ich einen besprochen. Ich habe leider nicht aufnehmen können, aber habe mit irgendwen gesprochen und der hatte gesagt, ja, der könnte jetzt mal forschen, was hier mit diesem schönen Ring auf sich hat. Hier in Kakariko. Und ich bin mal gespannt, ob er was mehr davon weiß. So, dann werden wir jetzt mal wieder mal unsere Kleidung anziehen, weil es sieht ein bisschen zu auffällig aus. Na gut. Dann lass uns jetzt mal runtergehen. Zu diesem Punkt. Oh Link, da bist du ja. Du kannst deinem Forscherdrang also nicht widerstehen, habe ich recht? Du bist mir ja einer. Ich bin Sresian, der Spezialist für Altylianisch. Wir hatten schon einmal am Spähposten das Vergnügen. Sag, bist du nicht neugierig, was ich herausfinden konnte, Link? Oh. Dieses Bild zeigt die Steintafel, in dem Spähposten vom Himmel gefallen ist. Mit Hilfe von anderen Dokumenten auf Altylianisch ist hier im Institut ist mir gelungen, die Inschrift zu entschlüsseln. Von mir steht geschrieben, ich bin eine treue Zofe von König Rauru und Königin Sonja sowie des Königs Schwester und der Prinzessin Zelda. Ich will glauben, dass die ferne Zukunft Hoffnung birgt und dokumentiere in 13 Steintafeln den Alltag der Königsfamilie. Ein kurzer Text, aber ich kann definitiv die Namen König Rauru und Königin Sonja ausmachen, den Gründern von Hyrule. Außerdem ist eindeutig der Name einer weiteren Person zu erkennen, Zelda. Anscheinend beabsichtigt die Verfasserin 13 Texte zum Leben der Königsfamilie zu verfassen. Vielleicht handelt es sich um eine Art Tagebuch einer Prinzessin am königlichen Hof. Besonders der dritte Name, Zelda, lässt mich aufhorchen. Dieser Name ist bisher noch in keinem der Texte aufgetaucht, die wir gefunden haben. Daraus schließe ich, dass es zur Gründerzeit Hyrules jemanden mit demselben Namen wie Prinzessin Zelda gegeben hat. Diese Inschrift muss ein Epos über Hyrule sein. Die Verfasserin dieser Inschrift erwähnt 13 Steintafeln. Das bedeutet, dass es abgesehen von
dieser hier noch 12 weitere Steintafeln gibt, zu finden gilt. Diese Inschriften scheinen ja ein Tagebuch einer Prinzessin am königlichen Hof zu sein. Oh. Daraus können wir noch vieles über die Vergangenheit lernen. Dinge, die in keinem Geschichtsbuch vermerkt sind. Wir können neue Erkenntnisse über König Rauru, Königin Sonja und vor allem Zelda erlangen. Also noch 12 Steintafeln zu entdecken. Der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Oh. Falls du weitere Steintafeln findest, mach doch bitte Bilder davon und zeige sie mir. Natürlich kannst du dich darauf verlassen, entsprechend belohnt zu werden. Nachricht aus uralter Zeit. Das war natürlich die Sidequest hier. Aber... es wurde irgendwas gesagt, Pakt mit dem Dämon. Wir gehen jetzt mal kurz noch zum Spähposten. Da wurde etwas gesagt. Wir können jetzt nochmal ein paar Sidequests noch erledigen. Ich weiß, es klingt jetzt nicht so sehr Besonderes, aber... ein Versuch ist es wert. Weil ich habe Angst, dass ich wieder mal ein Herz verliere. Und dann zack. Der trollt mich dann wieder. Ich habe gedacht, der hätte... einen Pakt mit dem Dämon zu machen, hat mich ein bisschen skeptisch gemacht. Sozusagen. Aber wir werden jetzt noch den nächsten Part dann schon bereit machen. Für die Abreise dann zum... wie soll ich sagen, zum... nächstgelegenen Ort. Na gut, dann reden wir mal mit diesem Dämon, was wir unten gefunden hatten, einige Parts zuvor. Aber obwohl ich die Sidequests eher total vermeide und die Part und das Let's Play jetzt nicht so lang in die Länge ziehen will. Gib ihn zurück. Hehe, fühlst du dich ja ausgetrickst? Ich bitte dich, seh dir mal das große Ganze an. Ich bin einer der langfristigen Geschäftsbeziehungen interessiert, da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen. Also was darf's sein? Ich will ein Herz, bitte. Exzellent. Und jetzt halt still. Na bitte, da haben wir wieder unseren Herz wieder zurück. Du wirkst misstrauisch, aber sei gänzlich unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deinen Container zu tauschen. Und das funktioniert so. Zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Willst du einen Container zurück, kostet das dich 120 Rubine. Dafür kannst du dir aber so aussuchen, ob du mir einen Herzcontainer willst oder einen Hausdauercontainer haben willst. Bitte einfach zu mir, wenn du Container tauschen möchtest. Gut, also da hat er doch tatsächlich recht gehabt. Ich habe nur Angst gehabt, dass er mir wieder dann einen Herzcontainer klaut, aber das hat sich jetzt schon mal ratzfatz erledigt. So, zu viel zum Guten. Und ich glaube, wir gehen jetzt noch zum Dorf der Ornis nochmal, weil ich habe jetzt noch diesen Schwalbennest gemacht. Lauter Salzdinger, aber leider kein Diamant oder sowas. Ich glaube, ich werde jetzt mal mehr Bomben jetzt mal mitnehmen. Das ist ja sowieso wichtig, weil für die nächstgelegene Quest brauchen wir noch einige Sache Items. Auch noch mehr Heil-Items bei uns mitzunehmen. Und eins Maxi-Trüffel, nice. Genauso wie beim Quelle. Oh, der Kerl ist auch wieder aufgetaucht. Gut, dann haben wir schon hier erledigt. Ich weiß, wir haben jetzt leider nicht so vieles erreicht. Wir haben jetzt nur ein bisschen einen Herzcontainer geholt. Also vielen Dank für den YouTuber, der es mir geschrieben hat. Die nächsten Dinge werde ich dann später nachholen.
So. Dann machen wir uns jetzt schon bald bereit. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal einen Pfeil und einen Bogen noch holen. Und dann werde ich nochmal zum Dorf der Goronen dann wieder mich teleportieren. Jetzt gehen wir noch kurz zum Dorf der Ornis. Der befindet sich genau hier. Und ja, die Mission, die ich gemacht hatte, war ziemlich kompliziert. Also wie ich den Bogen bekommen hatte. Ich hatte es leider nichts aufnehmen können, weil ich war so sehr fokussiert dran zu drehen. Aber ich kann es euch dann ruhig zeigen, diese Mission, wie es genannt wurde, die ich dann gemacht habe. Also die Nebenquest, wie man den besseren Bogen bekommt. Also dieser Bogen, den ich jetzt habe, wie ihr schon gerade seht, das ist natürlich der Adlerbogen. Der ist 3x28 Stärke, also einer der stärksten Bögen in diesem Spiel. Und wie ich den bekommen hatte, naja, das ist schwer zu erklären, aber ich kann es ruhig euch zeigen. Die Mission hieß, glaube ich zumindest, Erbe des Orni. Also Erbe des Orni, da braucht man natürlich ein paar Materialien. Und zwar, wir brauchen natürlich einige Holzdinge. Also ihr wisst schon, solche Holzbündel, die ihr manchmal in der Oberwelt findet. 3 Diamanten braucht ihr und einen Schwalbenbogen, den ihr natürlich später bekommt. Also irgendwo bekommt. Das werde ich euch gleich zeigen noch hier. Also Diamanten bekommt ihr entweder im Dorf der Goronen, also im Gerono. Der Dorf der Goronen. Wo war das nochmal? Ich glaube, es war noch weiter oben. Diese Quest, die man triggern kann. Müssen noch weiter oben sein. Da ist es, ja. Sei gegrüßt, Link. Schön, dich zu sehen. Als der Schneesturm das Dorf bedeutet, gab es also etwas wie Zeit für sich selbst überhaupt nicht. Aber ich kann mir die Zeit nehmen, meinen neu hergestellten Bogen genauestens zu kalibrieren. Es gefällt mir ja schon, da ich denselben gleichen Bogen wie mein Sohn habe. Also ja, ihr könnt natürlich den Bogen hier auch gerne bekommen. Also wenn er dann zerstört ist, wird er nochmal neu respawnt. Aber das ist immer bei jedem Blutmond. Und ja, ich kann euch jetzt zeigen, wie ich jetzt noch den nächsten Bogen bekommen hatte. Der befindet sich am Turm von Karuka Pass. Da gehen wir nochmal kurz hin. Also ihr braucht natürlich 3 bis 5 Holzbündel. 3 Diamanten. Die Diamanten bekommt ihr natürlich im Goronen statt. Kosten aber pro Stück 1000 Rubine. Das heißt, ihr müsst 3000 Rubine verhunzeln. Genauer gesagt. Und ja, ich habe fast vergessen, jetzt mal die kälteresistente Sachen einzuziehen. So, ihr wisst schon selbst. Aua. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ich schussel. Nicht dort, wenn wir dort runter gleiten. Und zwar zu einem Posten hier unten. Erinnert ihr euch noch, damals, als wir im Flugplatz waren in Breath of the Wild? Da könnt ihr uns natürlich hier runtergleiten und da hat man diese kleine Prüfung gehabt mit den Zielscheiben früher. Erinnert ihr euch noch? Früher. Und dieser Schwalbenbogen könnt ihr natürlich nehmen. Jedes Mal. Der respawnt sich bei jedem Blutmond. Auch ziemlich nützlich und der hat eine Stärke 8. Das klingt nicht sehr stark, aber ihr könnt immer so gut Bögen farmen, wie ihr möchtet. Und ja. Und als nächstes, wenn ihr schon diesen Schwalbenbogen habt, müsst ihr euch dann nach Goronia portieren. Wenn ihr schon Goronia erreicht habt, könnt ihr natürlich dann mit dem Schrein gehen. Und dort zeige ich euch dann, wo dieser Laden ist, wo ihr natürlich Diamanten bekommt. Wenn ihr 3 Diamanten habt, 5 Holzbündel und diesen Bogen,
hier am Flugplatz. Und noch die 3 Diamanten im Goronia. Dann geht ihr dann zurück zu den Orten auf der Orni mit demselben NPC, den ich gerade gesprochen hatte, reden und der stellt euch den Bogen an. Für euch. Und genau in diesem Laden bekommt ihr die Diamanten. Kostet pro Stück, wie schon gesagt, 3000, also 1000 Diamanten und ihr müsst natürlich alle 3 nehmen. Klingt blöd, aber es ist einer der stärksten, den ich euch empfehlen könnte. Und ja, wenn es dann zerspringt oder sowas, macht euch darum keine Sorgen. Es wird immer wieder neu hergestellt. Und ja, das war mir zum Erhalten mein kleiner Guide hier, den ich euch zeigen konnte. So, das heißt jetzt, wir machen uns dann beim nächsten Mal weiter. Wir werden jetzt mal kurz nochmal schlafen legen. Und zwar im Dorf der Corona werden wir jetzt ein bisschen schlafen legen. Damit wir dann vorbereitet sind für die wirkliche Reise jetzt. Auf dem Weg zum Dorf der... Also zum Masterschwert. Wir machen sowieso jetzt auf dem Weg zum Masterschwert im nächsten Part. Aber wo war jetzt der Schlafplatz? Ah, da, hinter dem. Hinter denen hier natürlich. Und ich glaube, das Beste wäre ja zum Beispiel, wenn ihr dort was kauft, zum Beispiel die 50 Rubine mit Bett und Massage, bekommt ihr extra Herzen. Aber da muss ich jetzt ein bisschen was verkaufen. Klingt blöd, aber ich habe noch einen Topaz, den ich noch verkaufen könnte, damit wir ein bisschen jetzt herrichten können. So, jetzt haben wir mal genug und wir können jetzt mal in Ruhe jetzt mal pennen gehen. Dann machen wir mal die Bett und Massage. Machen wir das bis morgen. Und dann machen wir uns jetzt dann bereit für den nächsten Part. Das muss echt wehtun. Mit der Massage haben wir jetzt nun ein extra Ausdauer-Kern. Natürlich braucht ihr für den Masterschwert natürlich 2 Ausdauerringe originell. Das gelbe zählt ja leider nicht. Und natürlich das Essen zählt natürlich auch nicht. Und gibt euch jetzt 3 extra Herzen, damit ihr überleben könnt. Und wo es jetzt dann weitergehen wird, wir gehen jetzt nun... sozusagen hier mal zur Nähe der Minchsees. Und ich glaube, wir müssen natürlich dann, wie ich schon gesagt habe, bei einem Guide müssen wir natürlich nach Nordwesten fliegen, wenn wir dann dort in diesem Loch hier gehen. Also dort das Loch nordwestlich von hier. Aber das machen wir im nächsten Part, Leute. Dann holen wir jetzt das Masterschwert im nächsten Part. Hoffentlich finden wir das auch. Also, falls euch dieser Part gefallen hat, lasst ein Like da und gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht es dann direkt zum Abgrund, nordwestlich von hier. Also bis dahin, haut rein, macht's gut. Euer Red Pocketendo. Ciao!